Hallihallo, hallo und ein herzliches Willkommen zurück bei Let's Play Minecraft Infinite World. Ja, die letzten Folgen waren sehr dominierend von dieser Crafting-Anlage. Wird auch auf jeden Fall diese Folge nochmal ein bisschen weitergehen damit. Das zählt leider alles nix, aber das kriegen wir alles noch hin. Das ist doch alles kein großes Problem. So, hier packen wir auf jeden Fall nochmal das Gold rein. Dann haben wir da auf jeden Fall auch schon mal nochmal ein bisschen die Möglichkeit, da nochmal ein bisschen was abzutransportieren. Wir schauen mal nach hinten rein, wie es dort aussieht mit der Acceleration Card. Das sieht dort auf jeden Fall alles sehr, sehr sauber aus und alles sehr, sehr clear. Das ist doch eine wunderbare und tolle Geschichte auf jeden Fall schon mal. So, wir haben hier auf jeden Fall das kommt weg, das kann weg, das kann weg. Wir haben ja hier überall immer noch ein bisschen was dran herumgebastelt, immer mal bei Gelegenheit. Wir schauen mal rein, wie viel Iron wir haben. Wir haben 1800 Iron momentan. Das ist immer so ein bisschen der Faktor für mich, wie es so aussieht momentan so bei der ganzen Geschichte und so weiter. Wir haben hier eine Conduit-Fassade haben wir noch. Also, achso, da haben wir unten scheinbar was abgebaut. Irgendwo haben wir da was abgebaut. Naja, gut. Bone Meal packen wir mal mit rein. Dann haben wir hier das Marble, bisschen was davon noch. Haben hier noch Transfer Pipes, das können wir noch mit reinpacken. Das können wir noch. Okay, gut, wir könnten, was mal, achso, ja, wobei, die Solarium, das wäre das nächste. Solarium, das wäre das nächste, was wir benötigen. Das heißt, das wäre mit Gold und Soul Sand. Soul, das heißt, wir brauchen hier und machen hier auch einfach gleich mal noch einen Stack Gold. Zack, und dann haben wir das hier schon mal zusammengebastelt. So, dann nehmen wir das hier mal raus und packen das hier mal, ups, das einfach mal rein. Gut, wird auch direkt dann abtransportiert, dann sind wir damit auch schon mal fertig. Das ist auch schon mal schön. So, dann haben wir als nächstes. Wollten wir ja hier weiter anfangen. Wir hatten ja, was hatten wir bisher noch nicht? Wir hatten Golderz, wir hatten das. Amber ist alles okay, das ist okay. Kupfererz ist okay, Sulfur müsste gehen, Gold müsste gehen. Das sollte eigentlich alles gehen. Das heißt, wir stellen hier einfach mal, ups, ja, kommen wir gerade nicht ran. Ja. So, always active. So, und da haben wir das dann auch schon im Grunde genommen. So, jetzt müssen wir hier ja gut, jetzt werden hier erstmal die Fische werden hier nochmal durchgezogen. Da habe ich mir auch nochmal eine Kleinigkeit anders überlegt. Da sollte auf jeden Fall nochmal was passieren, dann was anderes passieren damit. So, wie sieht es denn hier aus? Wir haben hier auf jeden Fall wieder die ganzen Bücher. Wir haben hier Kohle, wir haben Eisen, wir haben hier Redstone, wir haben Kupfer, Tin, Lead. Das ist alles schon. Ferios haben wir bisher noch nicht einsortiert. Da wäre es übrigens auch ganz gut, wenn wir dort, mit einem Alloy Smelter noch arbeiten würden. Das heißt, ich habe hier auf jeden Fall auch noch einen Alloy Smelter. Das heißt, aber wir brauchen auf jeden Fall, brauchen wir auch das Solarium erstmal. Das heißt, wir gehen mal hier hin und beziehungsweise packen wir uns erstmal. Wir haben ja hier noch aus der letzten Folge noch ein bisschen Sand über. Wir haben hier, damit wir hier ein bisschen auch mit dem Silikon noch mal ein bisschen weiterkommen. Das wäre auch noch mal eine ganz coole Maßnahme. Genau. So, und dann haben wir ja hier auf jeden Fall das Solarium. Da haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen was zusammen. Dann brauchen wir die Zombie Heads. Zombie Head. Zack. So, dann haben wir das auf jeden Fall am Schlüssel. So, dann hätten wir das auch nochmal. Dann haben wir das. Okay. Das ist alles wunderbar. Dann haben wir das. Das geht nicht. Hier brauchen wir noch das Silikon. Und ein bisschen Redstone noch dazu. Redstone. Zack. Dann haben wir hier das Redstone. Okay. Und noch das Silikon, was wir gerade einsortiert haben. Wahrscheinlich Silikon. Zack. Okay. So, und dann gehen wir das hier auch nochmal zurück. Und dann haben wir hier die Slice Spice Machine. Zack, zack, zack. Und einmal zack. So. Und dann brauchen wir auf jeden Fall hier gleich die verbesserten Item-Filter. So, wir können auch schon mal wieder das nächste auf jeden Fall schon mal mit reinpacken. Also zack, zack. Und zack, zack. So. Alloy Smelter, ja, okay. Dum, da, dum, die, dum. Warten wir jetzt eigentlich im Grunde genommen nur kurz darauf hier, bis wir den Z-Logic Controller haben. Einen haben wir schon mal. Können auch schon mal noch einen weiteren basteln. Zack, zack. Holen wir uns nochmal ein bisschen Solarium. Das müssten wir jetzt eigentlich auch schon wieder haben. So, ja, haben wir auch schon wieder. Ist ja auch alles easy peasy. So, dann packen wir das mal hier rein. Okay, und dann sieht es nämlich so aus, dass man hier den Z-Logic Controller, das heißt, wir brauchen den Item-Filter, ne, oder beziehungsweise, ah, hier haben wir sogar noch einen hier, so ein
Advanced Item Filter, gehen wir mal rein. Und dann haben wir hier den Advanced Item Filter, okay. Gut, fehlt uns jetzt das Paper, ja, okay. Da müsste aber jetzt hier mittlerweile wieder alles nachgewachsen sein, theoretischerweise. Na, noch nicht ganz, aber... so ziemlich. Ja, hier gerade wieder ein bisschen zu viel weggenommen. So, wo fehlt denn jetzt hier wieder was? Hier fehlt was. Okay. So, und dann geht's auch wieder zurück. Und zurück, zurück, zurück. Die Bude. Und einmal... zack. Zack. Okay, so, dann haben wir hier Paper. Ja, komm, gib mir das Paper. Das hat ein bisschen länger gedauert. Okay, das eine hat er auch noch gemacht hier. Itemfilter. Itemfilter. Zack. So, Advanced Itemfilter. Okay. Gut, so. Wie gesagt, der Z-Logic Controller, der braucht hier noch ein Stück. Aber da sind wir auf jeden Fall auf dem Weg. Auf einem guten Wege, denke ich. Ja? So, jetzt gucken wir mal. Wir haben hier Never Ember Ohr. Brauchen das Lapis. Lapis und Ember Ohr brauchen wir auf jeden Fall. Achso, oh, das haben wir schon einsortiert. Hä? Hey. Hier hat man schon den Itemfilter gesetzt. Okay. So, dann ist das hier. Ja, dann ist das ja sogar okay. Dann ist das sogar okay. Dann. Müssen wir hier. Arbeiten wir jetzt erstmal daran, dass wir die ganzen Kisten jetzt so gesehen nach und nach auf jeden Fall leer bekommen. So, Salz hatten wir, glaube ich, gesetzt. Wir hatten das Ferios-Erz, hatten wir, glaube ich, nicht gesetzt. Das bedeutet, wir brauchen da auf jeden Fall mal einen Alloy-Smelter konfiguriert. So, der ist auf jeden Fall konfiguriert. So, das ist okay. So, dann packen wir hier auf jeden Fall mal den, der soll insert. Und der soll hier auf jeden Fall das hier reinbekommen. So, momentan ist da noch alles drin. Das ist schon mal nicht ganz so gut. Aber der soll auf jeden Fall hier... was wollte ich denn da überhaupt machen? Das Ferios wollte ich auf jeden Fall machen. Ja? Das Ferios, ne? So, das Ferios-Erz, okay. Ach Quatsch, so, anders. Ferios. So, der Ferios soll hier rein, ne? So, was passiert dann mit dem Ferios? Das ist jetzt eine gute Frage. Das soll geschmolzen werden. Und müsste dann eigentlich in den Pulverizer hinein. Beziehungsweise müsste hier oben müsste das dann rein. Theoretischerweise, ne? Nee. Das heißt, wir könnten sagen, dass wir hier, warte mal, ja gut, aber nee, eigentlich ja nicht. Nur das Ferios-Erz kann man ja, so, wie machen wir das jetzt am besten? So, jetzt kommen wir eigentlich auch schon auf Always Active, Active Without Signal. So, da kommt das Ferios-Erz hinein und wird dann einfach im Grunde genommen erstmal nur ins, ganz simpel erstmal ins System reingeballert. Ne? Also das wäre halt auf jeden Fall erstmal eine Möglichkeit, das einfach nur ins System zu ballern. Und hier nochmal das Silbererz, ne? So, okay. So, ja, können wir mal schauen, dann können wir auch diese Kiste eigentlich gleich im Grunde genommen öffnen. So, wir haben hier, was fehlt hier uns hier im Grunde genommen? Noch Never Sulfur Saltpedererz fehlt uns hier noch. Ja, wird vermutlicherweise auch einfach nur in der Segmel Nitre. Das Salpeter-Erz, weiß ich nicht. Alloy Smelter. Weiß ich nicht, ob man da noch eine Nitre. Find halt leider keine andere Möglichkeit. Außerdem Salpeter. Melting Salpeter-Erz. Ja, wir können es auch schmelzen. Das wäre halt auch eine Möglichkeit, ne? So, dann schmelzen wir das halt meinetwegen einfach, das ist auch okay. Vom Ding her schmelzen wir das halt einfach, das ist auch okay. So, und dann wird es halt auch einfach so weiter im Grunde genommen weiter transportiert. Dann ist das okay. So, was machen wir mit Kobalt? Was kann man damit machen? Kobalt, das Pulverizer, Induction, Smelter, in der Segmel käme halt im Grunde genommen all das raus, was wir bräuchten. Ne? Einfach nur in der Segmel, einfach nur ganz klassisch in der Segmel. Käme all das raus, was wir bräuchten, könnte man dann halt im Grunde genommen noch weiter verarbeiten. Wir könnten hier allerdings auch sagen, bei dem, okay, hier ist das Sulfur noch mit drin. Wir könnten hier zum Beispiel bei dem Iron, also hier ist Iron ist recht voll, ne? Das Iron ist wirklich recht voll. Und da ist auch schon, also es kommt, geht nicht weiter, weil das hier vorne nicht funktioniert, ne? Wahrscheinlich.
weil er hier vorne zu viel braucht dafür oder zu lange braucht momentan dafür. Ja. Wäre auf jeden Fall. Weiß ich nicht, haben wir irgendwas, was sie vielleicht nicht ganz so. Ja, pulverisiert das Lead. Ja, okay, Lead. Auch hier ist das alles noch relativ gefüllt. Aber das hier wäre an sich recht leer, ne? Ja, da können wir vielleicht von der Häufigkeit her. Nehmen wir hier das Silber, nehmen wir hier einfach mal das Kobalt. Ja, und packen das hier einfach mal mit rein. Und dann ist das auch in Ordnung. Müsste eigentlich gehen von der Sache her. Hier mal Redstone drin. Hier hat man Silber. Und dann packen wir hier einfach mal im Grunde genommen das Kobalt noch mit rein. Dann passt das auf jeden Fall. So, dann schauen wir mal, dass wir das hier geöffnet bekommen. Weil, wie gesagt, da wollen die Kiste müsste dann eigentlich soweit auch konfiguriert sein. Wir könnten hier noch zum Beispiel den rohen Fisch, den könnten wir hier zum Beispiel einfach noch hier mal noch in den Alloy-Smelter zum Beispiel einfach mal mit reinpacken. Ja. So, damit man hier nochmal da auch schon mal ein bisschen was anguckt. Fisch haben oder sowas in die Richtung. Der Rest ist dann halt einfach für den, ja, ist einfach dann so, so da. Always active, so. Und da geht hier auch schon das erste Zeugs. Da geht auch schon wieder die nächste Kiste im Grunde genommen ab. Ja. So einfach ist es, ja. So einfach ist das dann. So, Ferreus Erz, den packen wir mal mit rein. Zack, 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 zack. So, und gucken wir mal, ob das jetzt hier ankommt oder nicht. Aber sieht nicht so aus, als wenn es dort ankommen würde, sondern dass es auch direkt vom System so erkannt wird. Und das ist ja auch immerhin. Immerhin ist das auch... Ah, okay, da war gerade hier ein bisschen... Okay, da ist Sulfurerz. Da ist Sulfurerz, was nicht verarbeitet wird, okay. Ja, wahrscheinlich, weil es einfach zu lange dauert. Einfach wahrscheinlich. Ja, er hat noch ein anderes Inventar, so gesehen. Ja, wo arbeitet er gerade? Arbeitet hier. Ja, wahrscheinlich, weil er einfach noch ein anderes Inventar hat. Ja, genau deswegen sagt er halt, okay, gut. Ja. So ist es halt scheinbar. Einfach. Ja. Zu 100% wird es vermutlicherweise nicht laufen, weil die Rohstoffe vermutlich einfach zu schnell dann auch manchmal, oder weil da kein Platz ist, oder whatever, oder was weiß ich denn halt, ne? Also da gibt es halt auf jeden Fall, wie gesagt, verschiedene Möglichkeiten. So, wir wollen aber jetzt hier auf jeden Fall trotzdem hier nochmal weitermachen. Haben hier das, Lapis ist auf jeden Fall drin, Kupfer ist drin, Sulfur ist drin, Salpeter haben wir, Salzerz haben wir, Kohlerz, Ambererz. Hier ist eigentlich soweit auch alles drin, was wir benötigen. Das heißt, wir können auch hier im Grunde genommen sagen, okay, always active. Wir schauen mal hier rein nochmal. Iridium. Iridium ist zum Beispiel ultra selten, glaube ich auch. Das heißt, wir hätten hier, wenn wir das im... Was würde passieren? Kann man das im Pulverize Induction Alloy Smelter? Kann man gar nicht im... Gibt's gar nichts für den Alloys. Ja, Alloys, das kann man das wirklich nur schmelzen? Amazerator würde halt noch gehen, ne? Pulverizer würde auch noch gehen. Induction Smelter würde gehen, Alloy Smelter. Ja, dann packen wir das Iridium halt einfach mal hier mit rein. Das ist ja so ein seltenes Erz halt im Grunde genommen. Dann wird das hier einfach mal durchgeschmolzen. Falls wir da irgendwie was benötigen, ja gut, dann ist das halt auch in Ordnung so. So, was haben wir hier noch? Lead-Erz. Ah, hier haben wir noch Peridot. Peridot. Das war, glaube ich, ähnlich wie... Ja, wir können das, glaube ich, auch im... in der Sackmill können wir das, glaube ich, auch machen. Nehmen wir hier einfach die... Hier ist halt... das Sulfur ist halt momentan sehr, sehr häufig halt, ne? Muss man halt auch so sagen. Ja. Hatten aber, glaube ich, bisher auch nur einen einzigen... Das müsste eigentlich mit hier rein, ne? Das ist ein bisschen das Problem. Dann müssen wir eigentlich den Filter halt upgraden, ne? Ja, da bräuchte man halt eigentlich, da müssten wir eigentlich den Filter upgraden, ne? Das ist so ein bisschen das Problem. Da haben wir jetzt momentan halt kein Filter-Upgrade dafür. Oder wir hätten hier hinten hätten wir halt noch was, ne? Das wäre auch nochmal, damit wir bei Redstone. Ja, das wäre halt noch eine Möglichkeit. Wir könnten hier nochmal den Filter, können wir nochmal wechseln. Das ist auch in Ordnung. Dann sagen wir, wir hätten hier das Peridot. Ne? Und nehmen hier auch gleich nochmal ein bisschen das Redstone. Hier war noch irgendwo war hier bestimmt noch Redstone. Hier zum Beispiel, ne? So, okay. So, okay. Zack, Redstone. Und rein damit. Ach Quatsch, lol, was mache ich denn hier? Eine Redstone. Das ist auch gut. Das ist auch gut.
Okay, so. Aber wie gesagt, ich denke, wir sind, was die Filter angeht, sind wir auf jeden Fall in den letzten Zügen. Passt das auf jeden Fall dann alles. So. Das wird auch gerade schon rausgezogen. Das ist okay. Wir sind in Nebersulfur, Ferrius, in Dragonium Dust. Never Coal Dust, okay, gut. Never Quartz, okay. Hier können wir eigentlich im Grunde genommen halt schon mal den Filter auf ansetzen. Insert. Nee, Quatsch, nicht insert. Extract. Und dann hier Active Without Signal. Da kann auch der hier nämlich schon mal hier loslegen und schon mal was machen. Hier ist eigentlich gar nichts großartig zu beachten. Den können wir direkt auf anstellen. Active Without Signal. So. Dann gucken wir hier nochmal rein. Da haben wir hier auf jeden Fall das Golderz ist hier am Start. Never Coal Erz ist hier an Never Iron. Lapis, Kupfer, Tin, Lead. Pick Iron, Sulfur, wieder ganz, ganz viel Salz. Das ist okay. Uranium haben wir zum Beispiel auch noch gar nicht gemacht. Uranium müssten wir mal schauen. Was können wir das in der Sackmill machen? In der Sackmill käme Crushed Uranium Erz raus. Das wollen wir ja dann eigentlich auch nicht. Wenn wir das in. Wenn wir das vielleicht wie Gold behandeln, was würde passieren, wenn wir das im. Wir hatten. Oh, war Gold? Gold war, glaube ich, hier, oder? War Gold hier? Gold war hier drin. Im Alloy Smelter. Im Alloy Smelter und dann im Pulverizer. Das ist jetzt die Frage, ne? Was passiert, wenn wir. Was würde passieren, wenn wir das im Alloy Smelter machen? Wir das normale Uranium und wenn wir das dann wiederum wir probieren es einfach mal. Ich weiß nicht, was passiert, aber wir probieren es trotzdem einfach mal im legen den Filter hier noch mit rein. Also sprich halt das hier mit rein. So. Nee, Quatsch, anders. Ich brauche ja das Alloy hier raus erstmal. So, ich will das allerdings auch ganz gerne hier in dieser Folge auch noch zu Ende bekommen, muss ich sagen. Deswegen beeilen wir uns jetzt hier auch gerade ein bisschen, ne? So, always active. So, gucken wir mal, müsste eigentlich alles, es muss eigentlich alles hier drin sein. Und wir müssten eigentlich alles erwischt haben. Hier ist jetzt eigentlich nichts mehr. Ardit-Ohr haben wir bisher noch nicht. Das ist das, was gerade noch momentan noch fehlt. Okay, da schauen wir mal. Pulverweise, 10% Chance auf Gold, Dust, Ardit. Oder in der Sackmill. Einfach in die Sackmill reinballern mit und gut ist. Ne, nehmen wir jetzt hier einfach mal das Ardit-Erz und ballern das einfach mal mit in die in irgendeine Sackmill, die dann einfach weiterläuft. Das wäre wahrscheinlich die hier, die dann halt hier weiterläuft. Ne? So, das heißt, wir hätten hier. Hier ist Amber drin. Ja, packen wir hier einfach mit rein. Ne? So, okay. So, bei dem Sulfur bin ich mir zum Beispiel noch ein bisschen unsicher. Da können wir zum Beispiel auch noch mehrere halt davon machen hier oben. Ne, dass das dann hier auch weiterläuft und so weiter und so fort. Ne? Das wäre dann auch noch möglich am Ende. Ne? Dass wir da auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr Produktion auch ranbekommen. Das ist okay. So, wir hatten das hier aber auf jeden Fall. Die wird auf jeden Fall gerade geleert, die Kiste. Wie sieht es denn hier aus grundsätzlich? So, active, always active. Müsste eigentlich auch reichen. Also wie gesagt, da war jetzt hier nur das Ardit drin gewesen. Kupfer, Perios hatten wir auch festgelegt gehabt. Ja. Active Without Signal. Haben hier Lapis, Kobalt hatten wir glaube ich auch festgelegt schon. Dann kann auch das hier im Grunde genommen schon angemacht werden. Active Without Signal. Gucken hier nochmal rein. Hier waren relativ viele Erze noch drin. Peridot, Saphir haben wir hier auf jeden Fall. Lapis, Amber, Sulfur. Wieder ganz, ganz viel Sulfur-Erz. Ich würde da ganz gerne vielleicht nochmal Richtung Sulfur nochmal was machen wollen, dass ich hier sage, okay, gut, dass dieses Sulfur-Erz zum Beispiel halt ganz gerne nochmal irgendwie weiterverarbeitet wird, ne, dass wir da auch zum Beispiel zwei Möglichkeiten haben, ne, so, das Ember müsste eigentlich, ist ja eine ganz normale Sackmill, ne, das wird ja dann auch ganz normal hier weiterverarbeitet, ne, so, wie sieht's hier aus? Recht voll momentan, ne. Ja, hier sind aber auch halt schon wieder ein paar Erze drin, die zum Beispiel halt dort nicht so rein sollten. Ja? Einfach weil es halt, ja, weil es halt zu langsam ist. Ne? Das ist halt so ein bisschen momentan das Problem. Die Verarbeitungsanlage ist momentan einfach zu überlastet und da liegt momentan das große Problem dran.
Da müssen wir halt auf jeden Fall nochmal nachrüsten. Ja. So, ansonsten können wir hier nochmal reinschauen. Ardit. Ja, hier, ich würde es noch nicht. Okay, also hier sind, werden auch die Festplatten so langsam voll. Das ist dann ein weiteres Problem. Wir können nochmal reinschauen, wegen Iowan zum Beispiel. Aber bei 1954 wird, hier dürfte eigentlich, wobei hier dürfte es eigentlich keine Probleme geben. Ja? Also hier sieht man im Grunde nur immer mal ganz kurz die Sachen durchwursteln und dann ist das auch schon wieder weg halt, eigentlich vom Ding her. Also das große Problem ist halt einfach momentan in der ganzen Geschichte. Oha, jetzt ist das hier einfach komplett voll. Ja, also ich baller jetzt hier momentan ja alle Rohstoffe, die sich momentan angesammelt haben, baller ich halt gerade momentan halt durch, ne? So, wir haben keinen Platz für das Sulfur und das ist halt momentan ein großes Problem. Und deswegen ballert er eigentlich hier auch keine, oder macht momentan auch kaum Erze, weil die Erze auch momentan alle relativ gefüllt sind mit irgendwas. Und deswegen, ja, macht er momentan halt nicht das, was er eigentlich soll vom Ding her. Ja. Was wir halt machen können, ist halt erstmal, wir könnten diese Verbindung hier erstmal kappen. Ja, dass wir sagen, okay, gut, wir haben hier disabled, ja. So, und dann ist das auch erstmal in Ordnung, ne? Dann kann er nämlich hier erstmal nichts mehr reinziehen. Beziehungsweise, ja doch, der soll ja was reinziehen. Hä? Reinziehen soll er, ja. Warte mal, dann müssen wir mal mit der Ranch hier. Ja, okay, also da haben wir das hier abgebaut, ja. So, insert. Aber wir bauen hier trotzdem das eine, nehmen wir hier weg. Ne? Das ist dann, glaube ich, immer noch das Bessere, ne? Das ist immer noch das Bessere. So, weil wie gesagt, momentan ist da noch so ein bisschen viel los, ja, in der Verarbeitungsanlage. Und deswegen muss er jetzt hier auch erstmal klarkommen mit dieser der ganzen Anlage. Ja, hier ist auch alles voll. So, jetzt da soll er jetzt hier erstmal, wie gesagt, er soll jetzt hier erstmal unterstützend wirken. Schau mal, wir können ja mal reinschauen. At Never Ores oder sowas in die Richtung. Ist das der At Never Ores? Ja, da haben wir hier auf jeden Fall einige. Da haben wir hier auf jeden Fall noch einige Erze, die momentan hier noch in der Verarbeitung sind. Die können wir dann nach und nach immer mal wieder ins System wieder auf jeden Fall wieder zurückgeben. Das ist dann halt auch am Ende halt kein großes Problem. Aber die müssen halt oder sollten halt im bestmöglichen Sinne halt auf jeden Fall erstmal auch verarbeitet werden. Wir werden dann, denke ich mal, in der nächsten Folge werden wir nochmal in die Hölle gehen. Und uns da ein bisschen Glowstone farmen, damit wir hier auch nochmal die Upgrades halt auf jeden Fall fahren können. Weil das wäre auf jeden Fall auch nochmal sehr, sehr wichtig. Und dann werden wir gegebenenfalls auch nochmal eine zweite Reihe hier eröffnen, damit hier auf jeden Fall die Produktion auf jeden Fall, ja, dass wir die Produktion hier nochmal verdeutlicht oder deutlich schneller halt auf jeden Fall machen können. Ne? Das wäre auf jeden Fall ganz gut. Ja? So. Okay, das haben wir alles. Er hat trotzdem, obwohl er die Speed-Upgrades hier drin hat, ne? Ist er trotzdem ein bisschen langsam. Woran, bin mir gerade nicht sicher, woran es liegt. Wo nimmt das denn die Sachen raus momentan? Hier nimmt er Sachen raus. Ah, hier nimmt er momentan die Fische, nimmt er auch raus momentan. Sulfur Cloud und so weiter, Cobalt Cloud, Amber, Sulfur. Ja, wie gesagt, er baut dort auf jeden Fall schon einiges, er baut dort auf jeden Fall einiges ab, ne? Aber er fehlt halt momentan noch an der Geschwindigkeit halt ganz einfach, ne? Jetzt geht auch wieder ein bisschen Iron hier hinein. Aber das kriegen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge, kriegen wir das auf jeden Fall nochmal ein bisschen besser optimiert. Dann werden wir auch nochmal das ME-System upgraden müssen und so weiter und so fort. Da kommt aber alles noch in der nächsten Folge. Beziehungsweise in den nächsten Folgen. Bedanke mich an der Stelle fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.